Auch diese Mountainere mein neu völlig von Eisen Back to LGE gedreht. Das kann mit einem bekannten Gesicht, dem Gerson Rodriguez. Moje Gerson. Moje Lini. Wie viele Journées heute zu sehen? Ich war nicht am Daheim, ja. Ja. Hier ist ein direkter Schlüssel. Vielen Dank. Kannst gehen, an wen sollst du willst. Du hast schon einen Saal am Kopf. Das geht so perfekt auf der Setium und mein Saal ist ganz nur drin. Perfekt, dann machen wir das. Ja. Ma, so mal, wie war es eigentlich am 6. Schule, dass du dich idee für den jungen Lycée zu kommen? Boah, ich war heute zuerst in der Schule, am Brill, und da war die große Runde natürlich, Hyperklima oder LGE. Und ich habe mir wirklich geduldet, nur der Porto wert, beziehungsweise nachdem ich von Kollegen her hatte, wie Teil wäre, dass es Teil eben nicht flott wäre. Mhm. Und der Lycée hat demnach auch, wie auch heute, noch einen ganz guten Ruf. Ja. Und ich habe mir geduldet, da ging ich ganz gerne durchhin, weil mir auch das alte Gebäude, historisch Gebäude, ganz gut gefallen hat. Okay. Und Sportzahl war top. Und ich habe mir wirklich geduldet, dass da eine ganz gute Gelegenheit, eine flotte Lycée zu kriegen. Gut, schön. Dann sind wir sogar schon da. Oh, Freck. Ja. So mal, weißt du noch, wo du sitzt? Ja, ich weiß noch, wer am Gestern wäre. Also, es ist Zeit. Ja. Niemand mehr sitzt der Romeo, Marlin und Cindy. Und noch sonst noch die Band, den Anselmo, den Max. Ich weiß noch ganz richtig, wie wir sitzen. Ja. Und es war eine ganz schöne Zeit heute. Also, ich habe meine Zeit heute ganz genossen. Wir hatten ganz gut, ganz viel gut getroffen. Und ich war ganz froh mit denen. Und es war wirklich ein ganz agréable Tour, wie die einer sagt auch. Und ich habe ganz gute Erinnerungen an ganz viele Leute aus der Klasse und auch die Profen, die wir hatten, die Sängern. Weil am Räumen war es regend damals und war richtig flott. Sie wurde uns immer ganz gut betreut, weil der Besetzung ganz wichtig ist. Und wir waren immer ganz zufrieden damit. Da musst du ein bisschen eine große Entscheidung treffen. Ja. Sektionen. Wer hast du gewählt? Auf wie war? Ich habe mich auf Katrin für die B-Sektion entschieden. Ich war immer ganz gut in der Mathe. Die Zahlen haben mir immer ganz viel zugesucht. Und das hat mir wirklich gefallen, was ich da gemacht habe. Und Physik und Chemie habe ich Katrin auch ganz interessant gefunden. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, dass eine Sektion nur ganz viel Tieren hat und Naturwissenschaften. Und das genießt das, was ich immer gerne hat. Also bin ich bei B. Du hast den Mathe-Schüler aber auch geholfen, wenn du eine Puhi-Stunde gehen hast. Wie warst du da eigentlich gemäht? Wie gesagt, ich habe immer Mathe ganz gerne. Und damals habe ich die Möglichkeit als Schüler mit einem Prof am Appui eben mal zu helfen. Und da war immer ein großer Besuch da, ich habe immer ganz gerne gemacht. Und da habe ich auch ein bisschen Passion entdeckt, Leute zu helfen und zu enseignieren zum Teil. Und nun eben von Katrin bis Premier da ganz aktiv mitgeholfen. Ja. Na ja, ich habe gesehen, dass jemand da viel sieht, da kann ich gucken, ob ich eigentlich mal das soll. Ja, ganz gerne. Du warst ja frei ab der B. Das heißt, du hast heute auch noch eine Chance zu sehen. Ja, also in meiner Premiere im LGE 2013 bin ich in München Physik studieren gegangen. Und es hat mich dann noch mal sehen gezogen. Im Endeffekt habe ich sogar meine Stage gemacht, die ich letztes Jahr dann fertig gemacht habe. Und war bis dem Moment dann im LGE. Ja. Wie war es dann, eine B-Mol am LGE am Platz Schüler Prof zu sehen? Was für Gefühle hat das gelöst? Ich muss zugeben, ich war immer ganz froh hier im Gebäude. Sowohl als Schüler wie auch als Sänger. Ich wäre auch gerne geblieben. Leider ist das ein bisschen wie kompliziert mit dem System, wie die Plätze am Land verteilt gehen. Ich war extrem froh. Also für mich ist das LGE schon immer so etwas wie ein zweithemisch quasi gewesen. Auch wenn es vielleicht ein bisschen übertrieben klingt. Weil ich sowohl als Schüler wie auch als Sänger ganz gut Erfahrungen gesammelt habe. Sowohl mit meinen Schülern, wie auch mit meinen Profen, die als Schüler und mit meinen Mitarbeitern. Und ich muss zugeben, dass es eine ganz schöne Zeit war, die ich auch eben in dem Sinn ganz, ganz stark appreciere. Du warst aber noch einmal im jungen Lycée aktiv. Du bist eine Option, um am Hermann Gotzi Physiker mal dach. Wie sie da drauf kommen, wie war? Mit Hermann Gotzi ja nicht. Wir waren alle zwei hier, die mal so Anfang am Stage. Hin also mittlerweile feste Prof. Und wir haben uns gedacht, wie können wir die Physik der Schüler mit bringen? Und zwar bei einer Weise, wie sie nicht gewinnt sind. Am Kurs also durfte leider theoretisch. TP tun wir nicht wirklich viel, weil nicht viel gesehen hast. Und du haben wir einfach gedacht, eine Option wäre flott. Eine Option, wie wir mit den Schülern Sachen bauen, und Physik kann darunter erklären und so visualisieren. Das heißt, das ist zum Teil mehr ingenieurlastiger Approach. Und viele Schüler haben das ganz appreciiert und ganz flott gefunden, weil das auch mehr manuell schaffen mit physikalischen Konzepten dann ist. Und ja, wir haben das angeboten und seitdem ist es der große Success. Wir haben immer ganz viele Schüler, die rankommen wollen. Wir haben ganz viel Spaß mit den Schülern. Heute ist es durchstrengend, heute ist es mehr auch mehr lang zu schaffen, du willst, weil das Projekt nicht immer der klappen. Wir lassen das flott darum. Wie kann ich das Projekt verbessern? Wie kann ich die Physik wirklich gut umsetzen.
Und seitdem machen wir das mit voller Begeisterung. Hi, warst du aber eigentlich auch DAX, oder? Ja, also ich war häufig in den letzten Jahren hier, wobei ich primär noch immer in der Physik war, weil wir hier Büro haben und es oft einfach praktisch ist, mit der Vorbereitung von TP in dort zu bleiben. Ich habe gesehen, du siehst Profen. Ja. Vielleicht kannst du noch ein paar. Ja, also ich kann die meisten entweder aus meinem eigenen Profen, wo ich auch bei Schüler war, oder eben von den letzten Jahren als Mod-Arbeiter. Ich muss zugeben, dass das wirklich ganz schöne Erinnerungen sind, die ich mit ihnen lebe. Du hast dich auch außerschulisch beschäftigt, die Schülerkomitee. Mhm. Was hättest du inspiriert, mal zu machen? Also, ich habe mich damals zur Verfügung gestellt für das Schülerkomitee, also kandidiert für einen Platz, das war auf Düsseldorf, weil das ist Klasse, da waren da pur, wir haben so Zeit, was er war. Da war ein Flut, wenn wir mehr aktiv zu gehen, vor allem, weil mehr um Schulphase über Posar vermisst haben, weil dann letzte Jahr oder vier drin war, nicht wirklich so gut gegangen. Und dann habe ich sie gemeldet, da war ich auf Düsseldorf, ich mich als Tresorier von meinen Mod-Schüler, von meinen Kollegen damals, haben sich gemeldet für einmal Plätze und da sind wir gewählt gehen. Und ich fand das ganz wichtig, weil wir konnten damit eben Sachen aufhören an der Lycée und der Community, die eben gefehlt hat. So, Jason, was geht heute primär mit auf den Weg gehen? Also ich gebe primär für alle mit auf den Weg gehen, die Zeit zu genießen, an welchem Gebäude auch immer. Wobei ich natürlich auch mal war und ich so einfach nehmen, genieß die Zeit. Geht das Beste natürlich, weil du fährst primär da, damit man dann eben die Karriere aufsehen kann und ausstreben kann, die ihr selber wollt. Aber dabei nicht zu vergessen, aber auch die Zeit hier zu genießen. Weil ich ganz ehrlich, ich bin primär hier ganz flott fand. Nicht nur wegen den schulischen Aspekten, sondern eben auch außerschulische Sachen. Sie wird ein Komitee, sie wird ein Premierskomitee, sie wird aber auch andere Sachen, wie Aktivitäten mit den Kollegen, die Paraschule organisiert kaufen. Sie wird Optionen. Ich fand einfach die Schulzeit als ganz wichtig, ein stärkter Charakter. Sie kann auch dazu Gebrauch gehen, eben wie bei mir, viel rauszufinden, was ich später machen will. Und auf jeden Fall sollen sie sein Bestes immer gehen. Nicht nur in der Schule, sondern für alle mal in der Schule. Damit dann noch keine Tiere nur deren Verschuss bleiben. Der Gerson war aber auch ein Mann beim Mulzig-Kanal. Wir haben uns nicht entgegen gelassen, seine Reaktion zu pur alle Videos zu weisen. Feiertag Comeback. Das geht mit Gerson. Wir präsentieren erst diesen Monat den deutschen Winkel von Christoph Wagner. Oh, hallo, könnt ihr mal schnell. Der Film fängt mit einer Klappe und zwischen zwei Polizisten. Einer davon, den Olivier Faber, wird mir während dem ganzen Film verfolgen und mir in den Loop holen. Wir kriegen relativ frei mit, dass er im Moment an einer Lebenskrise steht. Hier ist normalerweise ein ganz guter Flick, mit dem Moment als ein extrem schlechter Trupp okay. Kapitani von 2013. Hast du gesehen? Ja, wow. Also, das war krass. Oh ja. Ah, das war zwar wirklich. Ja. Ich war meistens an der Kamera. Oder habe geschnitten oder habe alles organisiert. Du warst noch dabei. Ja, du warst noch dabei, ja. Also, ganz schlimm natürlich. Christoph Braun und Joch gemacht. Der lasst ihn beim Velo. Die war cool. Die war gut. Ah, war okay. Die muss nicht aus dem Auto für die Aufnahmen zu machen. Du sagst, dass ihr so mein Schiss. Aber wenn ihr dann schon gefangen habt, Mulch-Kanal? Mulch-Kanal? Ja. Ob der Tor sie haben. Also, ja, schon als Option in dem Mulch. Da war eine Option, die den Herr Weyer proposiert hat, das war Physik. Ja. Die haben sie geholt. Leider war der Undrang in dem Moment nicht so stark, weil wir so zwei oder drei gewählt hätten. Mhm. Und der zweite Platz war der Ulrich-Kanal. Ich meine, das war aber flott. Mhm. Brauchen doch nicht. Und war dann noch drei Jahre dran. Also, es war viel Aufwand, es war viel Arbeit. Es tut aber auch viel Brot, muss ich sagen. Ich muss sagen, es wäre wahrscheinlich eine Option gewesen, wo ich nicht so oft nur mit dieser, wo der Vakanz neu sitzt und schneit, organisiert, oppelt. Mhm. Aber im Endeffekt war es richtig flott. Der Teamgeist war genial. Ja. Wir haben Sachen gelehrt, die wir in anderen Optionen oder in anderen schulischen Kontexten nie lehren könnten. Mhm. Wir müssen auch für eine Kamera anschauen, bei einer Bühne schwarze Sachen, die so im Alltag nicht unbedingt muss. Und du weißt, waren das drei ganz gute investierte Jahre und war wirklich genial zu schaffen. Den Gianni, den uns auch noch den Ed Marold, den Christian Walter, und er ist ganz, ganz gut betreut, uns ganz viele Sachen beibringt.